Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem ganz neuen November-Video auf den Nachdenkseiten und diesmal mit dem Titel Amateure sind betroffen, Profis handeln. Viel Spaß! Wir haben zwei Arten von Wählern. Die einen kümmern sich um gar nichts und die anderen wollen immer Recht haben. Aber wir werden eines Tages nicht nur die Worte und Taten der Politiker zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Mehrheit. Da hatte unser Bert ganz recht, der Brecht. Die schweigende Mehrheit. Immer mehr Menschen resignieren, kopfschütteln und wollen nicht einmal mehr wählen gehen. Ich verstehe das auch. Seit 3 bis 4 Jahren wird systematisch jeder, der anders denkt, diskreditiert. Sowas habe ich in meinem ganzen Kabarettistenleben noch nie erlebt. Dass jede Meinung, die vom offiziellen Narrativ abweicht, gedisst und wegdiskriminiert wird. DDR lässt grüßen. Ja klar, du kannst natürlich hier immer noch zu jeder Zeit laut deine Meinung sagen, ohne dass du in Gulag kommst. Du musst halt nur die Konsequenzen aushalten. YouTube und Facebook sperren oder den Shadowban, da werden Beiträge in der Suche einfach nicht mehr angezeigt. Entlassungen, Mobbing, Veranstalter, die Abstand nehmen, Kollegen, die Engagements verlieren, weil irgendein Pressefuzzi den Veranstalter aufhetzt, bis er entnervt aufgibt. Ärzte, die aus fadenscheinigen Gründen eingesperrt wurden, Angestellte, die ihren Job verloren, weil sie ihre, sagen wir, nonkonforme Meinung zu deutlich und zu laut sagten. Als Kind bekommst du ja immer eingetrichtert, du sollst immer die Wahrheit sagen. Nur, dass die keiner hören will, lernst du erst viel später. Menschen, die Massenmigration kritisch hinterfragt haben, wurden gleich als Rassisten beschimpft. Und jetzt übernimmt Merz die Ansicht, dass das schon ein Problem sein könnte. Nicht, weil die CDU sonst abbraucht. Jetzt muss er. Ah, kommt er auch schon drauf. Wie überhaupt gern jeder, der die gezielt naiven Leitmedien und ihre Suggestivformulierungen und die herrschende Regierung hinterfragt, wegdiskriminiert wird. Fragwürdig heißt es dann, fragwürdig. Aber Leute, Kabarett muss hinterfragen, weil alles würdig ist, hinterfragt zu werden. Viel zu viele Bürger haben sich ins Boxhorn jagen lassen und sagen sich, da bin ich mal lieber still, nicht? Man hat es tatsächlich geschafft, uns medial einzuschüchtern. Und seit dieser Zeit habe ich das Lied begriffen, alle meine Entchen, nicht? Sie kennen's. Aber wer den Kopf in den Sand steckt, bei dem schaut immer noch der Hintern raus, sagen die Japaner. Heuer ho! Immer noch leben Mitbürger gerne in einer Art Scheinrealität. Alles gut, Sonne scheint. Wir schaffen das. Genau. Und nun dampft sie ab, die dicke Nudel, in ihre bis zur Urne abgesicherte Restlebenszeit in der Privatwirtschaft. Oder sonst wo. Wir haben Minister, die gelogen haben, nachweislich gelogen. Ich sage keine Namen, sonst muss ich bloß wieder viel zahlen, nicht? Aber wir können ja nun die ungeschwärzten Pfizer-Verträge einsehen, in denen Pfizer, die sich ja von allem schön freihalten, von jeder Haftung, nicht? In denen Pfizer deutlich sagt, dass weder die Impfung nachweislich schützen kann, noch nachweislich ohne Nebenwirkungen ist. Die sagen das, nicht? Es ist amtlich inzwischen, dass der Coronavirus nicht vom Markt in Wuhan stammt, sondern aus dem Labor in Wuhan. Da hat er sich irgendwie frei geflogen, gekämpft. Nicht? Wer es nicht weiß, soll es nachlesen. Und immer wieder muss man sich die Moralkeule Verschwörungstheorie gefallen lassen, den Demutsprügel, nicht? Und man sich ja gar nichts mehr sagen dran. Obwohl wir doch nun wissen, dass man oft nur ein halbes Jahr warten muss, bis diese Theorie zur Praxis wird. Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Realität? Zeit. Nicht immer, aber oft. Weißt du, früher sind ja so Minister wenigstens aus Anstand zurückgetreten, wenn sie Scheiße gebaut haben. Aber heute auch nicht mehr, heute krallen sie sich fest wie Vögel im Sturm auf der Stromleitung, bis man sie wie die Klimakleber vorsichtig von der Straße lösen muss. So nachsichtig wird mit ihnen umgegangen. Ich darf da gerne mal einen Strom in die Leitung machen. Nicht, ist ja wieder Gewalt, darf man nicht sagen.
Gut, apropos Volk und Gewalt, alle Macht geht vom Volke aus, heißt es. Ha, das ist eine Verschwörungstheorie, das ist die größte, weil soweit ich sehen kann, geht sie nach allen Umfragen nämlich nicht von uns aus. Ach komm, sobald du deine Stimme abgegeben hast, in die Urne, Ruhe in Frieden, gehörst du 4 Jahre lang der Katz in einer so nie gewählten Koalition und kannst zuschauen, wie man eine Wirtschaft in den Graben fährt, wie ein besoffener Bauer seinen Traktor, wenn er von der Kneipe heimradert. Hoppala, so hoppala, ja, jetzt ist zu spät. Die unfähigste Regierung ever. Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Artikel 5, Meinungsfreiheit, die unfähigste Regierung ever. Habeck ordnet sinnlose Energiesysteme an und Monate später wagt der Mann zuzugeben, dass sich die Bürger das ja gar nicht leisten können, dass mit der Wärmepumpe, mitsamt der ganzen Sanierung nicht und den Kosten für einen Rentner, als hätte er das erkannt und nicht angeordnet, als hätte er damals einen durchgezogen, dann würde er es erst so langsam mal wieder klar im Kopf, dass die Nebel weg sind. Mittlerweile weiß man, dass unsere Leitmedien zu großen Teilen aus Milliardärsquellen gesponsert werden, nicht? Wo man mit Milliarden bei der Politik mitmischen will. In Amerika ist es schon lange so, nicht? Und sie gestalten will. In Zukunft können wir dann wählen zwischen Orwells Überwachungsstaat oder einer grasenden Schafherde. Und wird ein Schaf von einem Wolf gerissen, dann grasen die anderen teilnahmslos weiter. Gott. Wie findet man da Alternativen? Wie kommen wir da raus? Wenn nur schon wieder Wahlen wären, jetzt, damit man alle Dilettanten in die Wüste schicken kann. Hans-Olaf Henkel, ehemaliger BDI-Präsident und IBM-Manager, der hat mal vor Jahren schon gesagt, ein Manager, der nur das könnte, was einen erfolgreichen Politiker auszeichnet, gelte in einem Unternehmen als Schwätzer. Bums, nicht? Bingo. Problem ist nur, dass auch die Blödesten der Meinung sind, dass alle anderen blöd sind. Das ist der sogenannte soziale Abwärtsvergleich, den RTL ja auch immer so gern macht. Heißt, du kannst so blöd sein, wie du magst. Es gibt immer einen, der noch blöder ist als wie du. Na, politische Witze sind ein Ventil für die Wut der Schwachen. Schicksal, sagen viele. Das ist halt einfach Schicksal. Nein, Quatsch. Schicksal ist die letzte Hoffnung der Erfolglosen. Es hat einen anderen Grund. Die Irrwege einiger weniger stürzen immer wieder Millionen Menschen ins Verderben. Nein, das ist nicht Schicksal, es ist devote Ergebenheit. Wenn der Herr brüllt, ducken sich die Diener. Aber die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Andererseits, gut, wer kriecht, kann nicht stolpern. Alte Büroweisheit, sag's immer wieder gern. Und die Herrschaft ist ein wüster Filz aus Wirtschaft, Hochfinanz, Pharma und Politik. Ich glaube, ich nenne mich ab jetzt Lisa Filz. Das hat Zukunft. Eine Lobbykratie haben wir. Gut, aber, meine Lieben, Amateure sind betroffen, Profis handeln. Wir können immer und zu jeder Zeit etwas tun, sei es noch so wenig, auch im Kleinen. Kleinvieh macht auch Mist. Mit Nachbarn reden, mit den Kindern reden, auf Facebook posten, YouTube-Videos fleißig teilen, damit das, woran wir glauben, an viele andere Menschen vermittelt wird. So erreicht man auch Mehrheiten. Wir sagen, die Politiker lügen, aber die Wahrheit ist, wir wollen belogen werden. Wir wollen ja die Harmlosigkeitserklärungen glauben. Wir wollen Politiker, die uns ihre Fehler später als Erfolge verkaufen. Ja, wir sollen eine grausige Vergangenheit bewältigen, eine unlösbare Zukunft bewältigen. Und das jetzt, das bewältigen wir überhaupt nicht mehr. Kopf in den Sand. Oh ja, oh! Aber es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein. Die größte Verschwörung ist Totschweigen und Schönreden und dumme Witze machen. Es gibt Comedians, die bleiben Penäler bis zum Haarausfall. Unterwegs
auf der Deppenstraße im Tal der Arnoldschlussen. Das musste mal raus, entschuldigen, meine Lieben. Aber es gibt halt die Kunst des Wegschauens, die Kunst des gar nicht erst Hinschauens, die Kunst des nicht drüber Nachdenkens. Man hört lieber auf jemand, der einem ständig einsäuselt, es ist alles gar nicht so schlimm, nicht? Wie Frau Merkel, die Beschwichtigungsleuchte. Aber, Freunde, die Droge der Beschwichtigung legt das Gehirn lahm. Jo. Ja, klar, wenn man nicht denkt, geht's eigentlich. Alles. Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er nur genügend große Ausmaße annimmt. Ich glaube, das war auch Brecht. Gehen Sie den täglichen kleinen Widerstand gegen diesen Wahnsinn. Mein Lebensmotto ist, es ist schwieriger, jemanden in das Licht zu führen, wenn es ihm einmal aufgegangen ist. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag.